Hallo Freunde der Sonne und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wer kann sich an seine Schulzeit erinnern? In den Ferien, was hat man gemacht? A, mit den Eltern weggefahren oder B, als Grundschulkind durftest du ja alleine nicht so raus. Also bist du zu Hause geblieben und hast Super RTL Togo geschaut. Und wer kennt noch den Held der Kindheit, Paddy von der Togo-Tour von Togo? Irgendwann war man dann größer und hat es nicht mehr geguckt und deswegen habe ich mich gefragt, was macht eigentlich? Und jetzt ist er bei mir, Paddy. Ich freue mich. Ich freue mich auch. Ey, A, muss ich sagen, früher, als ich so ein kleiner Stift war, dachte ich, du bist so ein Riese. Ey, hör bloß auf. Alle denken das. Ich bin der kleinste Mensch auf der Welt. Ich meine, ihr werdet es ja jetzt auch nicht sehen, aber ich bin sehr klein. Ich bin 1,88. Okay, ich bin 1,63. Also ich bin wirklich ein sehr kleiner Mensch. Darfst aber ohne Kinder sitzen. Ich finde es aber auch in Ordnung. Genau. Ich finde es in Ordnung, weil ich war immer auf Augenhöhe mit den Kindern. Weißt du? Ich brauchte gar nicht nach oben gehen. Und deswegen mochten mich Kinder, glaube ich, auch. Ey, der ist ja nicht so groß, der macht mir keine Angst, der ist albern. Aber wir haben ja auch ein paar jüngere Zuschauer, klar, die nicht mal mehr Bud Spencer und Terence Hill kennen. Na. Wenn du dich vorstellen müsstest, wie würdest du es machen? Ja, ich bin der Paddy, ich war mal ein Kindermoderator und das Ding ist, ich komme aus einem ganz kleinen Dorf, habe als Kind einen schlimmen Sprachfehler gehabt, habe sehr viel gestottert. Ihr werdet es jetzt auch merken, weil ich immer noch stottere und ich wollte unbedingt Moderator werden und habe dafür alles getan. Die Leute haben mich ausgelacht und dann irgendwann hat mein Opa Heini, J. Habin, selig, eine Kamera gekauft und dann habe ich gemerkt, dass ich vor der Kamera ja gar nicht so schlecht spreche, also viel besser spreche als im normalen Leben. Und dann habe ich gesagt, ich will Moderator werden. Jetzt ist die Frage, du wohnst eigentlich in Köln. Natürlich, ja, Köln. Aber wir sind in, ich habe es schon wieder vergessen. Anneburg-Gönnern, das ist mein Heimatdorf, kennt keine Sau, 1000 Einwohner. Da bin ich aufgewachsen und ich dachte mir, es geht ja um die Vergangenheit. Und ich dachte mir, komm, wir gehen zu den Roots. Und hier warum? Ist jetzt. Das ist eine Schule? Das ist eine Wie viele Schüler haben die? Drei? Hier oben haben wir gewohnt, in der oberen Etage. Und die Fenster, die wir sehen, genau, wo die Staffelei ist. Das ist so emotional für mich, weil ich war lange nicht mehr hier. Meine Eltern wohnen jetzt 500 Meter entfernt und da steht die Tür auf. Und wenn ich hochgehe, ich schwöre dir, ich fange sofort an zu heulen. Und ich merke das jetzt schon, weil es ist ultra emotional, weil hier habe ich alles erlebt und oh Gott, ich heule schon. Ja, was hast du denn alles erlebt? Der kleine Paddy, wahrscheinlich so groß, ist dann hier rumgerannt. Ja. Hier haben wir unsere allerersten Aufnahmen gemacht, als mir mein Opa meine Kamera geholt hat. Und ein Sketch war hier an der Stelle. Was ist das? Was habe ich? Achtung, so. Oh, Mist. Sicher, vor 30 Jahren der Brüller, ich raff ihn nicht. Ich habe Kreislaufprobleme. Sehr gut. Ja. Ja, so was habe ich mir halt ausgedacht. Ja, aber wie alt warst du da? Ich wollte 15. Oh, 15. Ich dachte, jetzt kommen 15. 12 oder so. Ne, 15. Ich habe so eine Home-Unterhaltungsshow gedreht in meinem Zimmer. Das war so ein bisschen Stefan Raab Vivasion-mäßig. Ja. Das war ein Format, was Stefan Raab 93 bis 95 auf Viva gemacht hat, bevor er rübergegangen ist zu ProSieben. Und ich war ja da mal Zuschauer der Woche sogar. Bei TV, bei Vivasion. Vivasion. Also ich habe natürlich Zuschauer der Woche, hätte ich jetzt beinahe vergessen. Das ist der Paddy aus Angelburg. Gönnern. Wo ist das denn? Das ist im tiefsten, dunkelsten Hessen. Achso. Hessen? Nein. Das ist im Ich habe einen guten Hessenspruch, pass auf. Ja? Alle Hesse sind Verbrecher, ja, gut. Denn sie klauen Aschebecher. Das ist sensationell. Also der erste Mensch, das haben wir ja schon bei der letzten Sendung gesehen, der mit zwei Armen da durch kann. Ne? Mich interessiert, ob man auch ganz da durch kann. Meinst du, man kann auch ganz da durch? Ja, das krieg ich hin. Du darfst nur mein Ding nicht kaputt machen. Ja, gut, das Mikro nicht. Kannst du ja nicht zerreißen, wir sind ja in einer Live-Sendung und dann ist noch hier kaputt und dann stehen wir da. Kannst du dich noch daran erinnern, da hat man durch so ein Loch in der Wand geguckt und ich war der Erste, der einfach vorging und hat sich dann neben Stefan Raab gesetzt. Und wie fandst du Stefan? Er fand es natürlich scheiße. Muss ihm Geld geben. Kann ich nicht besser verstehen. Ja. Jetzt macht der Skandal hier. Das ist Skandal. Das ist ja hier ist nichts geplant. Den darf ich auch super sagen. Kannst du auch hinten nicht verstanden sagen? Ja, na gut, da müssen wir noch ein bisschen über die Summe reden. Nein, dafür kriege ich kein Geld. Zu dem Zeitpunkt, als ich dort Zuschauer der Woche hieß das, war meine Kamera gerade im Arsch. Okay. Und ich wollte so gerne ein Interview machen. Hat er nicht erlaubt. Und dann hat er gesagt, wenn deine Kamera wieder okay ist, dann kannst du ja nochmal kommen, hat er mir so gesagt. Ein halbes Jahr später war ich dann nochmal dorthin gefahren mit einem Kumpel, hab am Empfang den Empfang angelogen, hab gesagt, ich habe einen Interviewtermin und Stefan kam rein und hat mich auch sofort erkannt, oh, du schon wieder. Und habe ich gesagt, ja, hör mal, ich habe meine Kamera hier und du hast mir doch versprochen, ein Interview zu machen. Also ne, hau ab, also richtig arschig. Und dann habe ich zu meinem Kumpel gesagt, jetzt reicht's mir. Und dann sind wir aufgestanden und sind zu ihm gegangen, durch die Kantine von Viva, alle klotzen mich an und er
am Essen oder kurz nach dem Essen. Und dann ist halt dieses Interview entstanden, wo ich natürlich auch sehr viel stottere, ja, weil ich so aufgeregt, ja, war, weil er das Interview abgelehnt hat. Ja. Und ich bin trotzdem zu ihm und habe ihm... Es ist auch interessant, dass es das einzige Video ist, was Stefan Raab so zeigt. Das Video werden wir hier auch nicht einblenden. Ich liebe Stefan Raab über alles. Ich war ja auch mal zu Gast. Aber du hast einen YouTube-Kanal, den verlinken wir in der Videobeschreibung. Aber hier dann... Erste Kamera von dem lieben Opa und dann hast du gedreht. Ja, Sketche gedreht und ich habe okay, halt auch wegen meines Hobbys. Wir gehen mal einfach jetzt ganz... Oh, ich fange an zu heulen. Ja, ist nicht schlimm, gehe. Tränen sind ich immer eben gut. Ich habe eben eh schon geheult. Ich gehe, pass auf, ich gehe außen, oh Gott. Geh doch da jetzt einfach da rein. Ist ja, da ist ja, komm rein oh da. Oh Gott. Geh doch mal nett Hallo sagen. Es riecht nach Backfisch, nach Grundschulen Backfisch mit Kartoffeln, das beste Gericht der Welt. Jetzt gucken wir mal, was passiert, wenn Penny wieder da ist. Während Paddy da gerade abklärt, ob wir in der Schule drehen dürfen, sitze ich wie die coolen Kinder auf der Tischtennisplatte. Aber nein, ich rauche nicht, weil Rauchen ist doof. Ich trinke Leitungswasser, aber ich trick's mich selbst aus, weil mit Air Up habe ich hier einen Pott, der ist jetzt aktiviert, Blaubeere. Hammer. Und der Knaller ist übrigens durch Air Up, alleine meine Erfahrung, durch die Flasche, wenn du die dabei hast, weil du die auch überall mit Leitungswasser auffüllen kannst, trinkst du mehr. Durch den Pott hast du das Gefühl, du trinkst natürlich Blaubeere oder meine Lieblingsmarke Cola. Und ein Pott hält für 5 Liter. Es gibt über 20 Geschmacksrichtungen und denk dran, da ist Leitungswasser drin. Das ist schön günstig, das Süßwasser ist alles teuer. Und mein Highlight hat mir meine Nichte erzählt, in der Schule trinken mittlerweile alle Kinder Air Up. Die trinken nicht mehr dieses süße Zeug, den Eistee für 79 Cent, der sich alles verklebt. Nein, Wasser, wo du denkst, du trinkst Geschmack. Wenn ihr jetzt Bock auf Air Up habt, Link in der Videobeschreibung. Vielen Dank, dass ihr mich immer unterstützt. Und jetzt ist Paddy immer noch... Oh, das sind junge Lehrerinnen. Hallo. Jetzt kam gerade die Lehrerin raus, die bezaubernd nett war, wunderlieb, hat gesagt, ey, komm, drin geht's leider nicht, weil Ämterwege dauern zu lang, hätten wir früher anfangen müssen. Anni, Abmahnung ist aber nicht schlimm, aber es ist ein schönes Gebäude. Wo gehen wir jetzt hin? Jetzt gehen wir dahin zu der Stelle, die ich mir gleich überlegen werde. Also, wir sind jetzt bei meinem alten Schulfreund, der ist so nett, der liebe Stefan, mit F, nicht mit BH. Da war auch übrigens ein Stotterer, Stefan, ne, so stottert man. Ja. Wer es nicht weiß, wie man stottert, so stottert man. Und ich habe hier meinen Traum stehen, den ich seit 25 Jahren habe, weil ich bin großer Retro-Gamer. Und ich habe immer davon geträumt, einen Arcade-Automaten zu haben, wo man ohne Einstellungsscheiß in den alles spielen kann. Alles spielen kann, in den Emulatoren alles spielen kann. Und seit 4 Jahren arbeite ich dran. Okay, dann hätte ich erstmal zum Start, um es zu testen, Kindheitslieblingsspiel Mario Kart Super Nintendo. Das ist doch Super Mario Kart! Da ist es, genau. Und jetzt auf Start. Und warten kurz. Und jetzt lädt er den großartigen Reflection Shader. Das ist eine Röhrenfernseher-Simulation. Weil alte Konsolen auf modernen Bildschirmen sehen scheiße aus. Ja. Und jetzt kommt, und es ist wie alte Kinder-TV-Moderatoren auf YouTube. Wen nimmst du? Ich nehme Cooper. Du Arsch, du nimmst Cooper, oder Cooper was? Cooper muss man immer. Boah. Nee, ich nehme Todd, du bist Nein, Cooper. Du bist Todd, ich bin Cooper, alles klar. Nee, Todd nimmt man immer. Ich habe kein Spiel öfter gespielt als das, keins. Wie bist du denn zum Fernsehen gekommen? Ja, ich habe dann gemerkt, dass ich halt vor der Kamera ein bisschen flüssiger spreche und habe dann angefangen, Sketche zu drehen. Bin dann wegen diesem außergewöhnlichen Hobby, eine Home-Unterhaltungsshow zu drehen, die ich überall hingeschickt habe, in Talkshows eingeladen worden, wie Arabella und Co., als Talkshows noch nicht so asozial waren, und konnte dort wieder neue Interviews machen und habe dann so viel VHS-Tapes in der Medienlandschaft verschickt. Also du hast einen eigenen YouTube-Kanal am Ende gemacht, muss man jetzt ja, einmal ohne sagen. Ohne YouTube halt. Ohne genau, YouTube. Genau. Ganz tolles Spiel. Aber komm, ich würde sagen, wir setzen uns mal kurz hin und reden mal kurz über Fernsehen, weil das ist ja eine sehr wilde Zeit. Wir können auch über Nahhören sprechen und nicht nur über Fernsehen. Jetzt reden wir über deine Fernsehkarriere. Du warst der kleine Paddy, der Home-Videos gemacht hat. Du warst vielleicht einer der ersten YouTuber, bloß ohne YouTube. Und dann hattest du diese ganzen Kassetten und bist allen auf den Sack gegangen. Voll. Das ist das Ding. Klinken geputzt, allen auf den Sack gegangen. Aber ich muss sagen, so eine Kassette damals hat echt Geld gekostet, natürlich, oder? Und vor allem habe ich keine Aldi 240 Minuten VHS-Tapes genommen, sondern ich habe mir, weil ich professionell rüberkommen wollte, habe ich mir teurere 30 Minuten VHS-Tapes geholt. Okay. Die konnte man auch kaufen. Und irgendwann kam ich dann zu Nickelodeon. Genau, dort war ja meine erste Station. Ich habe wieder nach neuen Interviews gesucht, habe bei Nickelodeon angerufen. Dann habe ich dort eine Ausbildung auch hinter der Kamera gemacht. Aber was hast du gelernt? Genau, ich habe im Grunde Redakteur. Ah, okay. Der Sender wurde dann vom amerikanischen Mutterkonzern über Nacht zugemacht, ultra brutal, richtig mit Ausgänge versperren, mit Securities, damit auch jeder seine Kündigung kriegt. Richtig dramatisch und natürlich der erste Rückschlag in meinem Leben. Okay. Ich habe gerade meinen Traum verwirklicht und habe dort angefangen. Und dann kam der Mensch zu mir am Tag der Schließung. Hör mal, Paddy, mach dir keine Sorgen.
hier, es ist ein Kumpel von mir, der hat eine Firma, die macht für Super RTL die On-Air Promotion. Und bin dann halt während der Zeit allen Leuten auf den Nerv gegangen. So, oh, guck doch mal mit meinen Nickelodeon-Sachen und so. Und am 15. Oktober 1999 habe ich einen Anruf bekommen, wir haben nächste Woche in der Köln Arena, damals hieß sie noch Köln Arena in Köln, eine Veranstaltung, die Popcorn Live, wo 1000 Acts auftreten. Oder darfst du hinter der Bühne Interviews machen? Und da machen wir es eine Silvester-Show als kleinen Einstieg. Ja. Wow, das war fantastisch. Und das war dann so eine Art Dinner for One von Togo, weil diese Silvester-Show, die ist, glaube ich, 15 Mal wiederholt worden. Ah, okay. Immer an Silvester. Ah, okay. Das war so voll krass. Und dann wurde Ferienprogramm im Jahr 2000 geplant. Und dann war ich dabei und dann waren wir 8 Wochen lang auf Paddy on Tour. Mallorca, Paddy on Tour. Bei Nickelodeon hieß es auf Achse. Aber jeder hat immer on Tour gesagt, auf der Straße. Ja? Und dann haben wir gesagt, okay, dann heißt es jetzt on Tour bei Paddy on Tour. RTL, genau. Weil Togo gibt es ja erst seit Mai 2001 und sie ist ja damals nur Super RTL tatsächlich. Ah, okay. Genau. Wobei ich den Namen sehr ungern in den Mund nehme. Ich muss mich auch sehr konzentrieren, jetzt nicht abzukotzen, muss ich ganz ehrlich sagen. Man muss sagen, du warst ja wie lange bei Togo? 19 Jahre. 19 Jahre bei Togo. Und hast immer das Ferienprogramm gemacht, moderiert? Alles, ja, ich war so der Mann für die Events, also Halloween, Ostern, Weihnachten, Ferienprogramm. Okay. Und Togo TV, das Magazin mit Nina Mogadam von 2002 bis 2008. Jetzt! Damit schneidet ihr Papier zum Beispiel. Anders. Die Klamottenkiste. 3, 2, 1. Vorbei. Brille muss weg, tut mir leid. Boah, ist das eng, das Ding hier. Du hast es 19 Jahre lang gemacht, genau. Als Selbstständiger. Hast du nicht gut verdient? Doch, und davon zehre ich ja jetzt. Immer noch? Natürlich, klar. Davon zehre ich. Ich bin sparsam. Ich habe eine kleine Bude in Köln. Ich wohne ja in Köln. Ich meine, es ist mit 20 irgendwie geil, da zu wohnen, ja. Kleine Bude. Aber es ist mir peinlich jetzt. Ich würde ungern dort drehen, weil ich denke mir, dann natürlich als 44-Jähriger in so einer kleinen Wohnung. Aber ich bin sehr bescheiden. Auch mein Auto ist schon 23 Jahre alt. Ich habe meinen New Beetle damals als Neuwagen geholt und ich fahre den immer noch. Ey, perfekt. Funktioniert. Aber es ist natürlich auch immer schwieriger, Frauen einzuladen, weil wenn dann irgendwie Frauen zu mir kommt, das ist aber eine kleine Wohnung. Ich hätte so ein Tiny House. Was machen auch, insgesamt ne? Also jetzt habe ich noch 2 Fragen direkt, was machen insgesamt die Mädels? Insgesamt ist, es läuft nicht gut. Nee, ich bin ein bisschen traurig. Das ist so ein Thema, wo ich aber mittlerweile, also habe ich ja auch dran zu knabbern, aber meine Therapie ist halt wirklich die Unterhaltung mit meinen besten Freunden. Und habe festgestellt, dass ich wirklich glücklicher bin ohne. Das also, muss man einfach, ich sag mal im so, Moment zumindest. Du hast ja ändern. Kein Instagram oder hast gelöscht. Ja, du machst dir ein neues, das ist in der Videobeschreibung. Und wenn ihr so im Alter seid wie ich und damit sagte man, meine Mutti soll mal mit Paddy zusammenkommen, schreibt ihr einfach auf Instagram. Nein. Das ist nicht cool. Das ist so ein bisschen blöd, weil dann soll schon eine Beziehung auf Augenhöhe sein. Und wenn es so ein Fan-Ding ist, ich meine, du triffst dich ja auch nicht mit Fan oder was. Ich meine, das ist so ein bisschen komisch. Ich bin wieso weg von mit einem Fan zusammen? Nein, ich bin. Fan geheiratet? Guck nicht mal meinen Kanal. Hast du einen Ventilator geheiratet? Ein Fan? Da merkt man immer noch den Kinderwitz. Wahrscheinlich als kleines Kind hätte ich mich weggeschmissen. Und jetzt denke ich so, next step. Was war denn damals dein Tagessatz? Mir ging es 1200 Euro. War mein Tagessatz für einen Drehtag. Bei der Togo-Tour waren es wesentlich weniger. Waren es, glaube ich, 800 am Schluss. Was ja sehr viel Geld ist. Ja, aber wie viele Tage warst du unterwegs? Ich hatte im Jahr normale Drehtage, hatte ich ungefähr 50 oder so. Ich habe auch kein Problem damit zu sprechen. Ja, du. Ich finde es total in Ordnung. Also ich habe zwischen 40 und 90.000 Euro im Jahr verdient, das war gut. Ich dachte, alles ist cool und so weiter, bis ich dann Drehs hatte für und mit den Machern, die auch bei den Drehs dabei waren, kam ich nicht klar. Allen voran war einer der Erfinder und so. Und er hat eine andere Philosophie, dem war immer total egal. Also wir haben mit 10 Kindern gedreht manchmal und da habe ich gesagt, ey, wenn das meine Produktion wäre, ab und zu habe ich auch mal was produziert, kleine Sachen, hätte ich doch Geschenke für die Kinder, ja. So kleine Tütchen so. Ne, habe ich kein Geld für. So, ey, wir sind beim Kinderfernsehen, Alter, das gibt's ja wohl nicht. Ey, empathielos ohne Ende. Und super, der hat den Typen den Arsch geküsst. Und mit dem kam ich nicht klar. Und der hat intrigiert und hat dann dafür gesorgt, dass ich abgesägt werde. Weil ich habe halt meinen Mund aufgemacht. Und wenn ich sowas sehe, dass man den Kindern nichts gibt und so, dass ihnen das einfach egal ist, dann denke ich mir, Alter, du darfst nicht fürs Kinderfernsehen arbeiten. Dann arbeite für RTL, für irgendwelche Erwachsenen, aber nicht für Kinderfernsehen. Ja.
Aber das Format ist super erfolgreich und deswegen saß er am längeren Hebel. Ich schreibe ja Tagebuch jeden Tag. Mein Tagebuch ist voller Aktionen von dem. Okay. So, boah, das hat er heute wieder gemacht. Boah, das geht ja gar nicht. So richtig scheiße. Ich kann es nicht hundertprozentig sagen, aber ich glaube, dass der mein Sargnagel war. Was ich jetzt als Aaron sage, ey, 19 Jahre, irgendwann muss man ja auch mal einen Refresh machen. Weißt du, Real Madrid spielt ja auch nicht 19 Jahre mit dem gleichen Team. Da hast du recht und das muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe meinen Job so sehr geliebt, dass ich das einfach verpasst habe. Und da muss ich mir auch in die eigene Nase packen, dass das einfach mega dämlich war. Ich habe den Job so geliebt, ich fand es so toll. Wie schnell sind die 19 Jahre vergangen? Funktioniert auch, ja natürlich mega schnell. Wenn du viel erlebst und jeden Tag irgendwo anders bist, das geht so. Das kann man sich gar nicht vorstellen oft, aber es geht so schnell. Und vor allem, wenn die einen von heute auf morgen vor die Tür setzen, ohne Grund. Aber wie war's? Du kommst zur Arbeit? Ich komme da rein. Ich hatte einen Termin wie jedes Jahr, wo man darüber spricht, wie es halt im nächsten Jahr abgeht. Und dann sagt halt der zu mir, ja, Paddy, wir haben nichts mehr für dich. Ich so, was? Und dann war innerlich, da kannst du dir vorstellen, was innerlich dann abgeht, was für ein Adrenalinstoß kommt. Nach 19 Jahren, deine ganze Existenz ist auf einmal, das Haus stürzt zusammen. Es gibt ein Erdbeben. Das ist unvorstellbar, was ich da fühle. Das war vergleichbar mit Todesangst wahrscheinlich. Und vor allem haben die mich ausbluten lassen. Die haben also im Jahr 2018, das war das letzte Jahr, habe ich schon gar keinen normalen Dreh mehr gehabt, nur noch die Tour. Und da hat man auch nicht mit mir gesprochen. Ich hatte ja immer zig Drehtage und da kam gar nichts mehr rein. Und man hat mich nicht mal angerufen und gesagt, hör mal, Paddy, so und so ist es. Oder man hätte mir ja auch Zeit geben können. Man hätte sagen können, im Januar, ey, guck mal, wir wollen mal ein paar neue Moderatoren nach 19 Jahren. Hätte ich ja auch verstanden. Und dann hätte man mich einfach fair verabschieden können und sagen, pass mal auf, wir sagen dir das jetzt im Januar, wir drehen noch mit dir und dann machen wir nochmal ein Spezial, irgendwie das Allerbeste aus 19 Jahren oder meinetwegen aus Allerschlechteste aus 19 Jahren. 20 wäre schon schön gewesen, muss man sagen. Das kommt auch noch dazu, ich sagte so, Leute, warum denn nicht 20? Bitte, weil es ja so geil ist. Also es war alles so eine gigantische Schikane und ich schwöre, dass ich mir nichts habe zu Schulden kommen lassen. Wenn es Vorwürfe gab, dann waren die konstruiert und erfunden. Also, zum Beispiel Nina Morgadam, ja, mit der hast du Togo TV gemacht? Natürlich. Hat die gesagt irgendwie, ey Paddy, scheiße? Vergiss es. Nee, mit Nina habe ich meine Probleme. Das Ding ist, dass Nina hatte ja sehr viel Erfolg. Ich gönne es ihr auch. Sie hat ja da viele Formate gemacht. Aber es ist nun mal so, dass meiner Meinung nach, ich will jetzt auch nicht schlecht über sie reden, aber ich sage einfach nur, sie war nicht mehr die gleiche, die ich kennengelernt habe irgendwann später. Also wir waren gemeinsam so, wir waren sehr gut befreundet, war wirklich also platonisch, wir haben uns menschlich geliebt am Anfang. Ja. Je mehr Erfolg sie hatte, umso anders ist sie geworden. So. Also wir haben früher gegen ungerechte Behandlung von Kindern gekämpft oder wenn bei der Autogrammstunden, in den Parks waren immer Autogrammstunden. Ja. Und da wurden die Kinder immer durchgeprügelt. Da standen Kinder vor mir und da hieß es, weiter. Da habe ich gesagt, ey Leute, das sind Kinder, jetzt hört mal auf, das ist ja kein Sklaven. Wir sind ja nicht bei den Backstreet Boys. Horror, ja. Ja, aber wir müssen alle durchkriegen und so. Und dann waren wir eine halbe Stunde vor der Uhrzeit fertig. Und dann sage ich so, ja, wir sind eine halbe Stunde fertig. Das heißt, hätten wir uns Zeit genommen für die Kinder, hätte das auch geklappt. Und die hätten was fürs Herz gehabt, die Kids. Ja, genau. Am Ende war sowas Nina egal. Das hat ihr dann gar nicht mehr interessiert. So, ey Nina, da muss man da auch was sagen. Ach komm, das ist schade. Und sie hat auch nicht probiert, nochmal mich zu kontaktieren oder so. Aber ist auch nicht schlimm. Ich weiß nicht, wie sie heute drauf ist. Nina, ich will nicht schlecht über dich sprechen, aber da gab es schon ein paar uncoole Sachen. Du hast jetzt während der Fahrt hat sich Paddy Instagram gemacht. Ich war dein erster Follower. Voll geil, ja. Jetzt ist ein Bild schon drin. Aktuell zum Dreh hast du 10 Follower und folgst 3 Leuten. Yippie! Ja, da kommt jetzt mehr. Instagram-Link ist in der Videobeschreibung. Und jetzt ist es so, wir haben darüber geredet, Togo, raus, alles scheiße. Wie ist denn der aktuelle Wasserstand? Was geht, was kommt, was machst du? Aktuelle Wasserstand, also ich mache sehr gerne mein monatliches Format auf massengeschmack.tv, Paddys Retro-Kosmos heißt es. Das macht mir super viel Spaß. Da mache ich alle möglichen Sachen, machen viele Quiz-Videos, ich mache sehr viel aus meiner Vergangenheit. Also und das kann ich empfehlen. Das ist echt schön. Also wirklich, dieses Stefan Raab-Video, wovon wir gesprochen haben. Dann warst du früher, hast du noch Backstage-Material von Musiksendungen, das nie gezeigt wurde. Let's Plays von den 90ern. Ja, Let's Play. Der hat schon in den 90ern Let's Plays gemacht. Wenn ihr Paddy unterstützen wollt, geht auf Paddys Mikrokosmos oder auf Instagram. Ich kann jede Hilfe gebrauchen, wirklich. Und aber wie geht's denn jetzt weiter?
Ja, ich... Du meintest vorhin einmal finanziell, sportlich. Finanziell ist sportlich, klar, gehen irgendwann mal die Ersparnisse zu Ende und Massengeschmack zahlt mir die Miete quasi, ja, und so, aber es ist jetzt nicht wenn so jetzt viel... Wenn jetzt mal dein Beetle so kaputt geht, wird schwer. Also ungefähr, ja. Ja, ist leider so, ne, ist traurig, aber wahr, und am allermeisten nervt es mich, dass Super RTL das immer beobachten kann. Na, warte mal. Eine Nachricht sogar vom Fan? Ich melde mich mal schnell hier rüber. Ich wollte mal nur kurz sagen, dass ich deine Unterschrift noch von einer Togo-Tour 2008/2009 oder so habe. Und ja, natürlich für die Nachwelt. Und dass du einfach meine Kindheitsstück weit auch mit geprägt hast. Und ja, das wollte ich mal ganz schnell wieder loswerden. Komm mal mit Tränen. Da kommen einen die Tränen. Ich glaube, das ist aber toll, vielen ist so. Es geht toll. Vielen so. Eine Studentin aus Berlin, Jenny, schöne Memo. Die Leute haben ja nicht die... Also wer hat denn so eine Möglichkeit, mehrere Generationen von Kindern zu prägen? Das ist nur Bud Spencer, Terence Hill, du, Beni und du. Das ist wirklich ein Geschenk und das ist einfach schön, sowas. Ja. Also, wenn, wer kann das sagen? Ne? Also das ist einfach ein Geschenk. Also wenn ich das mal später sagen kann, bedauere ich. Ja, also es ist Wahnsinn. Am Anfang hast du erzählt, deine erste Kamera hat dir dein Opa geschenkt. Genau. Hat der noch mitgekriegt, dass du es zu Togo geschafft hast? Und noch schwieriges Thema, war? Nein, das war ich. Mein Opa war halt wirklich die Bezugsperson in meiner Familie. Ohne den hätte ich überhaupt nichts erreicht. Ja. Aber der war der Beste. Also war wirklich ein ganz toller Mensch, der mir auch viele Werte beigebracht hat. Ne? Die Pünktlichkeit, sei nett und sei kein Arschloch, behandle die Leute vernünftig und solche Sachen. Auf dem Weg her ins Restaurant habe ich natürlich Paddy mal gegoogelt und habe die Bilder von früher mir angeguckt. Ja. Bei den Haaren hat sich doch was getan. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Oh Mann, die alte Heulsuse. Ja, seit 2008 habe ich tatsächlich falsche Haare und ich finde es geil. Ich stehe dazu. Warst du in der Türkei draufgebappt? Einmal im Monat draufgebappt und es hält super geil. Kannst du mit waschen und alles? Voll, ich kann alles Mögliche machen. Schwimmen gehen, das geht schon. Natürlich muss man immer gucken, es kann sich schon mal ein bisschen lösen, aber es ist nicht so, dass es jetzt plötzlich abfällt. Und es hat auch humormäßig eine super Komponente, weil ich, wenn es da mal ein bisschen lockerer ist, kann ich da so wie in so einem alten Comedy-Stummfilm. Ich würde es schon gern sehen, aber... Ja, nee, das ist mir jetzt... Festgeklebt. Aber das hat mich nämlich gewundert, als ich dich nicht gesehen habe, dachte ich, das war doch weniger. Oh. Die Baguettes kommen. Ich freue mich wie ein Kind immer. Ich freue mich wirklich wie ein Kind. Oh. Ja, wir laufen das Spezial 2. Wie stellst du dir deine Zukunft vor? Mit 50 und 60? Ich gebe die Hoffnung nicht auf, dass das, was ich tue, auch mal Erfolg hat, weil es gibt ja super viele Fälle von Leuten, die keinen Erfolg haben jahrelang, aber dran geblieben sind. Mhm. Und das an das, was sie tun, glauben, auch wenn es vielleicht zwischendurch mal irgendwie Frustration hervorruft. Ne? Ich hoffe, dass ich mich nicht verstellen muss, weil so bleiben zu können, wie man ist, ich mag keine Leute, die so ein vor der Kamera ich haben und die hinter der Kamera völlig anders sind. Oh, sorry, ich habe dich angespuckt. Aber nicht schlimm. Ich habe eine sehr feuchte Aussprache. Aber mein Zahnarzt sagt, dass das super wäre gegen Karies, denn ich sage ja No zu Karies. Super, wir essen jetzt erstmal, würde ich sagen. Paddy, vielen Dank, dass ich dich besuchen durfte. Vielen Dank, dass du hergekommen bist. In die ländlichste Gegend ever als Berliner. Aber man kann sagen, es geht dir gut, du bist glücklich, gesund. Ja. Ein bisschen mehr wieder Power. Ja, voll. Ich brauche, es muss mal wieder nach oben gehen. So. Aber ich habe Spaß im Leben immer noch. Ne? Aber und das ist das Wichtigste. Ja. Ich habe auch Spaß. Und wenn ihr Spaß beim Video hattet, gebt dem Video einen Daumen nach oben. Fragt Paddy so viel ihr wollt. Ihr antwortet in den Kommentaren. Link zu Erb ist in der Videobeschreibung. Und deine Social-Profile auch. Vielleicht kriegen wir ja auf 1000 Follower. Das wäre der Hit. 1000 wäre so geil. Aber YouTube muss auch hochgehen, weil das stagniert so und es ist so traurig. Ja, komm, dann machen wir das Video mit Stefan Raab auch in die Videobeschreibung. Bis zum nächsten Mal. Tschö. Tschüss.